Samsung Galaxy M21 oder Xiaomi Redmi Note 9. Viele von euch schwanken zwischen den beiden Smartphones. In diesem Vergleich treten beide Produkte gegeneinander an. Ich beschränke mich auf die Daten der Smartphones und vergleiche die Unterschiede in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften. Am Ende des Videos bekommt ihr ein Gesamtergebnis. In der Beschreibung unten habe ich euch die aktuellen Amazon-Seiten zu beiden Geräten verlinkt. Dort findet ihr auch gute Erfahrungsberichte. Design. Beim Punkt Design ist das Redmi Note 9 mit 62 zu 49 Punkten eindeutig vorne. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen: Spritzwasserfestigkeit. Das Galaxy M21 hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: 11 Gramm leichter, 2,1 mm schmaler, 3,3 mm kürzer und 4,7% geringeres Volumen. Bildschirm. Im Bereich Bildschirm ist das Galaxy M21 mit 69 zu 62 Punkten deutlich vorne. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser: 2% höhere Pixeldichte, OLED bzw. AMOLED-Bildschirm und Bildschirm ist immer an. Das Redmi Note 9 kann auch punkten und hat folgende Vorteile: 2% größere Bildschirmgröße, besitzt ein IPS-Panel und zwei neuere Versionen von Gorilla Glass. Leistung. In der Kategorie Leistung ist das Galaxy M21 mit 87 zu 76 Punkten eindeutig vorne. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen: 8,1% schnellerer Prozessortakt, 2 GB mehr Arbeitsspeicher, 2 Nanometer kleinere Halbleitergröße, 333 MHz höhere Arbeitsspeichergeschwindigkeit, hat NX-Bit und 2 Speicherkanäle mehr. Das Redmi Note 9 kann auch punkten und hat folgenden Vorteil: 14,4% höheres Benchmark-Ergebnis. Kameras. Beim Punkt Kameras gewinnt das Redmi Note 9 haarscharf mit 56 zu 55 Punkten. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser: 10,5% größere Blende bei minimaler Brennweite und verfügt über eine Zeitrafferfunktion. Das Galaxy M21 hat auch etwas vorzuweisen und hat folgende Vorteile: 1,7% mehr Megapixel der Hauptkamera, 1,5-fach mehr Megapixel der Frontkamera, zweifach bessere Qualität der Videoaufnahme, hat einen hintergrundbeleuchteten Sensor, BSI, und 11,1% größere Blendenöffnung bei minimaler Brennweite der Frontkamera. Audio. Im Bereich Audio kommen beide Produkte auf 62 Punkte. Es gibt hier keine grundlegend abweichenden Produkteigenschaften. Akku. Im Bereich Akku gewinnt das Galaxy M21 haarscharf mit 66 zu 65 Punkten. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen: 19,5% mehr Akkuleistung. Eigenschaften. Beim Punkt Eigenschaften gewinnt das Redmi Note 9 deutlich mit 88 zu 79 Punkten. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen: unterstützt NFC, hat einen Infrarotsensor und benutzt eine 3D-Gesichtserkennung. Ergebnis. In der Gesamtwertung schlägt das Samsung Galaxy M21 das Xiaomi Redmi Note 9 mit 60 zu 59 Punkten haarscharf. Für aktuelle Preise und Erfahrungsberichte auf Amazon könnt ihr einfach auf den Link in der Beschreibung unter dem Video klicken. Wenn euch dieser Vergleich auf Basis von Spezifikationen gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Wenn euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Lasst mich und alle anderen gerne wissen, für welches Gerät ihr euch entschieden habt. Ich freue mich über jeden Like. Wenn ihr neue Vergleiche nicht verpassen wollt, abonniert jetzt meinen Kanal und aktiviert die Glocke.